Hallo Goisurus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls Prepare to Die. Ich bin heute nicht alleine, wir haben Gäste. Barbara, bitte. Mit von der Party die Woodies. Oh, sind sie wieder weg. Naja, was soll's. Leute, ich habe gerade das Spiel geladen, ja. Und mir sind meine Augenglieder rausgefallen, weggeflogen, wieder in meinen Schädel geflogen, als ich gesehen habe, dass wir schon 30 Stunden an diesem Spiel sitzen. 30 Stunden! Okay, wir sind dafür auch ziemlich krass, ne? Ja, im letzten Part haben wir krasse Dinge getan, wie zum Beispiel, nackte Männer kaputt schlagen, das war cool. Das war ziemlich awesome. Und sauren Senpai haben wir auch zwar getötet. Das war richtig dufte. Und ja. Und jetzt bin ich hier und gucke mich hier um. Ach, apropos sauren Senpai. Ich habe das Gefühl, dieser Mann sucht Stress. Der bewacht seinen Schatz. Seht ihr das? Oh, ist er eingeschlafen? Oh, fuck. Yo, sauren Senpai. Ui! Ui! Okay, 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 okay. Mir geht's gut, mir geht's gut. Alter, der Typ ist ja voll MLG. Ja, nimm das. Wohl nicht MLG genug. Bitch. So, mal sehen, was wir hier haben. War das jetzt der Mimik, ne? Ich wäre so salty. Sonnenlichtmedaille. Was zum Fick soll ich mit diesem Ranz? Ultimatives Ehrenabzeichen. Alter, geil, ey. Eine Medaille mit eingravierten Sonnensymbol. Diese ultimative Ehrung wird jedem gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern, okay? Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seine Götterstatue verlor und aus dem Annalen getilgt wurde. Was? Der sein Götterstatus, Entschuldigung, Götterstatus verloren und aus dem Annalen getilgt wurde? Was soll man das sagen, aus den Annalen getilgt wurde? Oh shit, das ist ziemlich pervy. Doch der alte Kriegskocht wacht nach wie vor penibel über seine Krieger. Ja, das ist erfreulich. Wenn nicht penibel genug ist, wären sie keine Krieger. Ah, versteht ihr? Weil wenn er über sie wachen würde, würde er dafür sorgen wollen, dass sie leben. Und als Krieger stirbst du halt, wenn du kacke bist. Und Krieger sterben halt hin und wieder, weil das Dinge sind, die Krieger halt zu tun. Oh shit! Sauren Senpai Nummer 85. Oh, da hat er geschluckt. Yo, Sauren Senpai. Alter, du lebst noch? Ey! Was für eine Maschine. Nun, bye. Das Ding an den Sauren Senpais ist, dass sie tot bleiben, wenn ich mich recht entsinne. Deshalb, ich nutze gar kein Estes, ja? Ich gehe einfach hier hin und entspanne mich noch ein bisschen. Hey, ich habe ein paar von den behinderten Symbolen gefunden. Sagst du dazu was? Nein? Oh. Oh, okay. Nevermind. Erdeckt nur, dass ich ihn anmachen möchte. Was nur bedingt wahr ist, okay? So. Stimmt doch, ne? Sauren Senpai respawned? Alter! Das Sauren Senpai Relive Your Dream Edition. Oh, shit. Oh, für diesen Sauren Senpai bin ich nicht bereit. Das heißt, die sauren Senpais, die hier rumhängen, sind also, Untote. Ja gut, der geht auch ein bisschen behindert, wenn wir mal ehrlich sind. Alter, fucking sauren Senpai ist mir zu MLG. Ah, yeah, jetzt gehörst du mir, bitch boy. Swords don't kill people. I kill people. With swords. Oh Gott, ich frage mich, ob wer das erkannt hat. Er lässt sich von der Seite nicht öffnen. Alter, das ist eine beschissene Holztür. Als ob ich das... Oh. Als ob ich das nicht einfach wegschlitzen kann. Nein, Alter, Holz ist so... Oh, na ja, dann gebe ich halt hier rein. Vor allem, ich habe sogar Feuermagie. Das würde bestimmt auch nicht funktionieren. Pergamente? Was soll das sein? Oder Knochen? Oder... Hoch? Naja, das sind, glaube ich, Pergamentrollen. Das scheint ein Schreiberling-Raum zu sein. Und das sieht wie eine versteckte Tür aus. Mein Gott, bin ich gut.
Was ist das für ein komisches Geräusch? Als würden sich Steine bewegen oder als würde ein Riese schwer atmen. Hast du Asthma, mein Kind? Ja, sieht auch verdächtig aus. Wir gucken uns hier auch mal um. Hallo? Ich sehe nur Darkness. Ich bin nicht an SimSeek of Darkness. Oh, du Bitch! Ich wusste es! Du kleines Stück Scheiße! Ja, schluck mein Schwert! Okay, ich gehe wieder. Bitch! Get wrecked! Okay, lass mich mal... Oh. Okkulte Keule, die ist sehr okkult. Oh, shit, das Ding ist real. Nice. Drachenzahn. Warte mal, okkulte Keule? Lass mich die mal genauer ansehen. Diese simple Holzkuppe ohne Klinge ist effektiv gegen die meisten Feinde, leicht zu handhaben und durchdringt sogar Schilder. Ein Fehlschlag mit dieser Waffe entblößt aber die Verteidigung des Angreifers. Deshalb muss das im richtigen Timing angewendet sein und Abstand geachtet werden. Huh. Naja, was auch immer. Oh, das Ding ist auch legit. Cool. Hevels Großschild. Fucking Hevel. Ich. Oh, die sind auch legit. Wer hätte das gedacht? Hevels Rüstung und Shit. Und hier ist Hevels Schild. Nein, mehr von Hevels Rüstung und Shit. Hevel war also auch hier in diesem Schloss irgendwann mal und hatte hier eine Ersatzrüstung gebunkert. Was soll mir das sagen? Was hat Hunty nochmal zu Hevel geschrieben? Achso, er hat irgendwie Magie gehasst und Shit und deshalb war er super salty und Shit und sowas war da halt irgendwie und deshalb hat er irgendwie Magier gehasst oder so und war super krass angepisst und hat eine Rüstung entwickelt, die anscheinend vor Magie auch geschützt hat, aber anscheinend doch nicht, ach keine Ahnung. Naja, was auch immer, auf jeden Fall ist er jetzt tot. Also, schon wieder. Er war wahrscheinlich schon davor tot. Ja, yeah. Er war schon tot, okay, Leute? Ich war es nicht. Goddammit. Außerdem hat er mich angegriffen, okay? Yo, Bitch! Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Oh, das tut gut, jetzt ein paar Schläge reinzuhauen. Und weg. Weinst du, du kleiner Fratz? Oh, nein! Es tut mir leid. Eigentlich nicht, ich habe gelogen. Bitch. Alter, ich habe fast wieder ein Level-Up. Könnt ihr mal bitte aufhören, so zu übertreiben? Alter, Silbermünzen, ey. Money, 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 motherfucker. Lass mich die mal checken. Ob die mir irgendwas bringen in meinem Leben. Ritterkönig Serendalf, okay. Sehen wir uns das ab mit deren Ritterkönig Serendalf. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordran nur geringen Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. Huh. Also haben sie keinen Wert für mich. Fuck, toll. Das ist toll, dass ich die gefunden habe. Ich bin ein großer Fan. Das muss also eine Zeit sein, bevor die Scheiße passiert ist. Hä? Also bevor überall Untote waren und die ganze Welt voll Scheiße war. Hä? Aua. Du will ich weh, bitte. Danke, Bitch. So, dann trinken wir noch ein bisschen Apfelsaft. Lecker Schmecker. Eieiei, Geistminze. Ob da irgendwas Neues steht, ich wage es zu bezweifeln, aber wir gucken nochmal. Goldmünze mit der Abbildung des Allvaters Lloyd und seinen weißen Glorienscheins. Selbst wertvoll zu Münzen. Ja, ist okay, was auch immer. Hier war ich ja überall. Richtig? Ja, war ich, okay. Dort war ich auch. Dann gönnen wir uns doch mal ein bisschen Chili Milli am. Warte, war ich hier schon? Oh, nein, war ich nicht. Hallo, Sauron Senpai. I just came to say hello. Oh shit, das tat weh. Aber ich glaube, das tat auch weh. Bitch.
So. Hey, ein Item. Das nehme ich mit. Seele eines Helden. Hört, hört. Okay. Oh. Netter Kopf. Aber Bruder, bist du es der, der so atmet? Ja, lass mich mal kurz das probieren. Nein, nein, ich wollte nicht innere Kraft nutzen. Ach, fuck mein Leben. Nee, alles gut. Ah, jetzt sind wir in Kajoken-Modus, aber wir kriegen halt dauerhaft auf die Fräse. Das ist nicht optimal. Eventuell. Ich meine, alles an Schaden, was wir verursachen, verdoppelt sich, glaube ich, oder so. Das ist richtig stark, aber wir haben hier gerade keine Gegner, also fuck this shit. Und ich wollte eh nochmal zurückgehen und mir ein nice Level abholen. Ach ja. Weil ich glaube, wir haben genug wieder für ein Level ab und sonst kann ich nochmal ein paar Seelen essen. Lecker. Was war hier noch? Achso, lässt sich von der Seite nicht öffnen. Hey, hier war ich doch schon. Dammit. Okay, gehen wir wieder lang. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ein bisschen, aber nur, ja, ja. Nur ein bisschen behindert, ja, ja. So, aufsteigen. Shit, ich brauche noch 5000 Seelen. Okay, das macht nichts. Ich fresse einfach ein paar Helden. Oder so. Oder ich esse erstmal die lame Seelen. Stolzer Krieger, ja, ja. Wohl nicht stolz genug. Wenn ich noch einen so esse, dann ist okay. Wenn ich nur einen stolzen Krieger finden würde. Mm-mm, köstlich. Okay, und dann gönnen wir uns, glaube ich, Vitalität, oder? Oder doch vielleicht Kondition? Nee, wir gönnen uns mal Vitalität, komm. Healthy Boy, Alter, Healthy Boy. So. Ja gut, wir sind jetzt noch ein bisschen im Kajoken, ne? Ist okay. Oh, Kajoken hat aufgehört. Ja, warte, dann ruhe ich mich nochmal aus. Jeder Lebenspunkt könnte unser Leben retten und so. Wisst ihr Bescheid, Kids, wisst ihr Bescheid. So, dann schauen wir uns noch weiter um. Ich glaube, ganz oben waren wir noch nicht, ne? Ja, ja, komm, lass mal da reingehen, ey. So, hier war ich ja. Hä? Geht's nicht mehr nach ganz oben? Ach so, doch, nur irgendwie von da. Fuck. Ich! Als ob ich da nicht rüberkomme. Hä? Oh, ich höre, dass sich jemand bewegt. Aber wo? Hallo? Kleiner Fratz? Ne, der bleibt stehen. Der ist ein chilliger Boy. Die Mimik-Fuckboys sind auch tot. Hier irgendwo, ja? Bro! Ich weiß nicht, wer dich angepisst hat, aber ich werde diese Tür nicht öffnen. Wir gehen mal hier lang. Oh. Gut, dass sie zurückgeblieben sind, um Türen zu öffnen. Ein Schlafmal. Meine Fresse, was für ein hohes Bett. Hä? Irgendwer ballert mit dem Bogen. Naja. Eine Urne. Was ist das für ein sickes Bild, yo? War vielleicht mal ein König oder so? Irgendwelche Kinderfotos. Sehr spannend, sehr spannend. Oh, eine sexy Waifu, ey. Pass auf, Truhe. Digga, ich sehe die Truhe genau vor mir. Oh, look out, Booty, hä? Verstehe. Okay, gehen wir hier rein. Hallo? Oh, hi, Bro. Alter, ich habe jetzt abgewehrt. Kannst du mal bitte ich ein bisschen entspannen, du kleiner Fritz? Danke. Fuckboy. Jetzt muss ich wieder Apfelsaft trinken wegen dir. Dabei mag ich nur Orangensaft. Nee, Apfelsaft ist legit shit, okay? Apfelsaft ist gutes Zeug. Wobei ich glaube, ich mehr der Apfelschorle-Mensch bin. Leute, Saft oder Schorle? Schreibt's mir. Okay, der Bruder chillt sein Leben. Oh. Da kommt ein Boy. Ey, du Motherfucker! Bro, wieso bist du eigentlich so salty? Ganz ehrlich, was habe ich diesen sauren Senpai jemals angetan? Ich meine, ich habe ein paar von ihnen umgebracht, okay? Aber auch nur, weil ich mich selbst verteidigt habe. Nicht, weil ich sie hasse oder so. Ich liebe euch doch.
Ja, okay, wenn er hier schon rumsteht und das Zeug bewacht, dann gehe ich jetzt hier auch runter und gucke mich um. Hier ist schon mal nichts, okay. Oh, hi. Du bist kein Feind, hä? Ach so, das ist der Typ. Ich habe ihn gar nicht erkannt, wenn er nicht sitzt. Digga, deine Rüstung ist echt nicht schön, weißt du das? Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knight? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Digga, ich hab sie voll weggerackt, ja? This is quite a thing. We'll need another three. No. Maybe five bodies. Quite a fix indeed. Ich hasse ihn. This is quite a... Ja, komm, Junge. Ach, wir gehen jetzt da lang. Und zeigen ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Oh shit, das sind 5 Stück von ihnen. Okay, never mind. Never mind. Als ob er durch mein Schild durchgeschlagen hat. Never mind. Okay, aber nur der eine kämpft gegen mich. Das ist okay. Damit kann ich leben. Yo, Sauron Senpai. Ich gehe mal kurz was trinken, okay? Danke. Danke, dass du so nett bist zu mir. Ich schwöre dir, wie viel sauren Senpai kann man haben in der Welt? Fuckboy. Hast du es gesehen? Die haben keine Chance gegen mich. Ich kann das erklären. Jungs, folgendes ist passiert, ja? Oh shit. Der Bruder hat direkt wieder Bock. Aua! Warum? Sauron Senpai! Ich hab dich immer geliebt! Oh, Alter, wie schnell er sich dreht! Was für ein Ninja! Oh, shit! Oh nein, jetzt dann raus, Salty! Oh Gott, sorry! Sorry! Nein, das ist nicht der Eingang, oder? Oh Gott! Ah, ich lebe. Okay, cool, bye! Ich... Schnell, mach die scheiß Tür auf! Oh, wir sind jetzt wieder hier! Alright! Okay, lass mich kurz was trinken. Köstlich. Oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, hier habe ich gut Platz zum Kämpfen. Hier sollte ich es wenigstens versuchen, ja? Komm her, Sauron Senpai. Oh, wo ist denn der kleine Freund hin? Oh, da ist er. Nicht cool. Ich habe dich nicht vermisst, du kleiner Fratz. Ich muss auf beide Ausschau halten. Oh Gott. What the fuck? Wieso hat der eine auf einmal auch Bock, mich zu vergewaltigen? Okay, okay, okay. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Fucking Bullshit-Schwabbelmann hilft mir auch nicht. Okay. Okay, okay, okay. Das wird kein Problem sein. Kann ich die Türen eigentlich schließen? Ich kann sie schließen. Ich kann die Türen schließen. Oh, fuck. Oh, du bist der Typ, hä? Huh? Ich möchte nicht sagen, aber mir ist ein bisschen Estus ausgegangen. Ich gehe mal wieder. Wir sehen uns, Friends. Wir sehen uns. Wir werden uns wieder erblicken. Und ich werde euch schlafen schicken. Oh shit, sicker Reim. Also nicht irritieren. Ich wurde nicht verjagt. Oh shit, das war knapp. Reicht mir 5 Flakons? Ah, ich bleib mal bei 5. Ich möchte keine Menschlichkeit verschwenden. Tryen wir das einfach nochmal. Ach, Leute. Wenn ihr in so einer abgefuckten Welt leben würdet, ja? Stellt euch vor, ja? Ihr wurdet irgendwie geboren, ja? Eure Familie ist schon längst weggerackt worden. Und ihr seid meinetwegen junger Erwachsener. Ihr habt es irgendwie durch 3000 Wunder geschafft. Seid ein junger Erwachsener in dieser abgefuckten Welt. Und jetzt? Ja, komm, der kann seine Scheiße meinetwegen schießen. Ist kein Problem, ja? Und lebt jetzt in einer Welt, wo überall fucking Untote sind und alle Stress haben wollen. Was würdet ihr tun? Ich meine, ich sehe schon, dass manche sich einfach nur verstecken würden, die ganze Zeit für den Rest ihres Lebens. Aber so will man doch auch nicht sein Life verbringen, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, was ich tun würde. Wahrscheinlich würde ich gar nicht zum Erwachsenen werden, sondern davor sterben. Nein, seien wir mal ehrlich, diese Welt ist so tödlich. Ein falscher Schritt, du wirst direkt vergewaltigt. Ja. Wenn man nicht gerade Glück hat und ein Untoter ist, der hier immer wieder belebt wird, hat man halt echt Probleme mit seinem Leben.
Welch lieblicher Balkon. Ach, da ist dieser Fuckboy. Oh, okay. Hä? Habt ihr das gehört? Irgendwer... What the fuck? Dieser Bitchboy schlitzt einfach durch die Wand. Okay, das gefällt mir nicht. Hi. Dieser Bitchboy. Guns don't kill people. Oh, oh. I kill people. With guns. Ja, wie ganz. Alter, ist auch so ein Tag-Team, ja? Das ist Sauron Senpai und Voldemort. Sauron Senpai und Voldemort Verein. Mir egal, ob Voldemort ein Wizard war. Jetzt halt nicht mehr. Gott. Manchmal muss man einfach mal flexibel sein im Leben, okay? Okay, ich bin weg. Ich sagte, ich bin weg. Bitte, ich will leben. Okay. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber irgendwie dachte ich, könnte... Oh, Sauron-Senpai. Hey, Bro, ich glaube, er ist tot. Nein! Sie laufen so ein bisschen angeschlagen, ne? Also, sie sind zwar krasse Fuckboys, aber... Lass dir nichts einreden, mein Guter, ich bin nicht gestorben. Aber die laufen, als hätte man ihnen richtig hart ins Gesicht getreten. Ja? Oder die Knie weggetreten. Oder irgendwas weggetreten. Na gut, probieren wir das erneut. Das wird ja gar kein Problem sein, ja. Pass auf, Leute. Ich habe schon eine 1A-Idee, wie ich das mache. Ja, 1A-Strategie. Werdet sehen. So, ich gehe mal hier hin. Okay, der ist direkt salty. Instant ist der salty. Und der Typ da rechts, der ist auch instant salty. Das gefällt mir null. Der schießt einfach mit Speere, dieser Fuckboy. Und ganz ehrlich, wie schnell kann er eigentlich zuschlagen, wenn er sein behindertes Schwert wegpackt, ja? Ich bitte dich. Fuckboy. Aber vielleicht kann ich ihn einfach rauslocken, ohne selbst raus zu müssen. Also ohne den hier zu triggern. Er ist direkt getriggert! Achso, nein, ist er nicht. Okay, bye, Bro. Ich habe nicht vor, mich mit dir anzulegen, du kleiner süßer Fratz. Lass dir da bitte nichts einreden, okay? Was steht hier so? Ich möchte das nicht schließlich nicht lesen. Achtung, vor dir rechts. Ja, ich weiß. Der ominöse Sauron-Senpai. Ich. Warte. Wenn die Fuckboys das können, dann kann ich das nicht. Unangenehm. Kann ich vielleicht sowas machen? So, nein. 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 Never mind. Hi. Fuckboy. Wie kann man nur so nervig sein wie Sauron Senpai? Wow. Ich schwör euch, Leute, ich brauche irgendwie einen anderen Namen für die Sauron Senpai. Es kann nicht so viele Senpais geben, wenn wir mal realistisch sind, ja? Es geht einfach nicht. Oh, guck mal, die kleine Fresse, drückt das mal einen Apfelsaft. Warte mal, war das ich? Er hatte genau das gleiche Equip. Naja. Ey, Bro, ich will keinen Stress, okay? Huh. Oh! Der Bruder will aber richtig Stress. Wie kann man nur Lanzen schießen? Übertreib halt noch mehr. Als ob das kein Backstep war. Ich piss mich ein. Ich find's schön, dass wir immer stürmen, wenn wir getroffen werden. Masuristen sind mir willkommen. Oh nein! Okay, ich trinke doch was, lecker. Danke, dass ich was trinken kann, Sauron-Senpai. Du bist ja gastfreundlich, du kleiner süßer Fratz. Wenn du mal nicht gerade versuchst, mich mit deinem langen Dildo-Stick zu vernichten. Bitch. So, was steht denn dort? Psau, Scheinbrand. Okay, ich guck mal. Ich wette, das ist Beschiss. Das war Beschiss. Was für ein Prank. Das ist so traurig, Leute. Diese scheiß Nachrichten, die einen in die Irre führen. Ich weine jedes Mal. Was ist hier? Vielleicht ist da ja eine scheinbare Wand, doch. Ich meine, wieso zum Fick sollte es diese Ranz hier geben? Ja, nope. Fuck mein Leben dann. Ist okay, Spiel. Ist okay. Gönn mir halt gar nichts, Alter.
Zwei Süßwaren Koks reicht bestimmt noch, um uns zur Hälfte zu heilen. Das sollte genügen. Wir gehen jetzt hier runter und gucken uns um. Was könnte es hier geben? Was steht hier? Pass auf, Kopf! Hä? Versuch's mit Distanzkampf. Der Wichser lebt, richtig? Oder doch nicht? Schwäche rollen. Aber was? Oh, da drüben. Lebst du etwa? Oder du da drüben? Wie viele Drachen haben sie denn bitte umgebracht, die Molochs? Oh, da ist jemand salzig. Ich wollte dich beleidigen, du kleiner Fratz. Digga, was ist das eigentlich für ein Ort, ey? Hä? Oh, ich dachte, dabei was. Dieses Atmen macht mich voll paranoid. Ja, fick dich, sauren Senpai. Shit. Oh nein, ich habe wieder Kajoken ausgerüstet. Das müsste ich auch nicht benutzen. Okay. Als ob das kein Backstep war. Leck mich, sauren Senpai. Du stinkst. Oh nein. War nicht so gemeint, Bro. Andererseits. Leichen stinken, habe ich gehört. Oh! Okay, ich guck mich erstmal hier um. Das sieht kleiner aus. Oh! Ja, okay, ich gehe doch lieber da lang. Okay, okay, okay. Da ist wieder so ein Donner Steini Fuckboy. Ist erfrischend. Was ist hier so? Hi, Mate. Bin nur hier, um mal zu sagen. Ich sehe schon, die Kisten sind dir sehr wichtig. Aber keine Sorge, mir auch. Bitch. Siehst du, dass ich den Feuerball forme so, nein, Bitch, das machst du nicht. Dann mache ich das. Und der so, oh, du Bitch. Ich kann mir richtig vorstellen, was Sauron Senpais in solchen Momenten sagen. Fick dich. Nettes Schild, though. Oh. Oh, nein. Tu mir nicht weh, okay, danke. Er frisst das. Yeah. Sehr schön. Ich trinke doch was lecker schmecker. Und dann gucken wir mal hier. Okay, beides legit. Beides legit. Silberrittenhelm. Alter, eine Sauron-Senpai-Rüstung. Geil. Was? Pass auf, famose Rüstung. Alter, die ist richtig famos. Oh shit. Okay, gucken wir jetzt hier mal um. Ah! Okay, gucken wir jetzt hier nicht mal um. Ah, warte, war das die Tür, die verschlossen war? Kann das sein? Meine, hey, könnte ja sein, ne? Ja, fick dich. Yeah! Wie schmeckt dir das, Fuckboy? Schauen wir mal. Ja! Das ist genau die Tür. Okay, dann gehen wir jetzt aber erstmal zum Bonfire. Und dann gucke ich mich dort um. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute von Dark Souls. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, Leute. Tschüss.